Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, du sturer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro. Und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ist der Andenken am Ende. Ich muss eine Sache sagen. Ich glaube, wir haben nicht das gute Ende bekommen. Weil ich ein bisschen komisch finde. Wir haben hier das Spiel auch wieder das böse Ende. Dass wir nicht vergeben, sondern einfach egoistisch sind und töten. Deswegen ist das schwarze Kind nicht gekommen, uns zu retten. Weil wir haben ja das geschafft, ohne dass eine Explosion entstanden ist. Und durch diese Aktion, wie gesagt, durch diese Explosion, dass er vielleicht doch Schaden bekommen hat, eigentlich hat es eine Deutung, dass es halt, dass man doch überlebt hat. Und auch Miller überlebt hat, aber trotzdem halt es eher the strangest. Weil das Problem ist einfach nur, man hat ja jetzt gerade eben erfahren, dass man halt überlebt hat. Weil man immer, ich sage jetzt, spoiler jetzt ein bisschen, das Ende vom zweiten Teil, wenn man halt das böse Ende spielt, ist es eigentlich so, dass halt Artyom gar nicht existiert. Artyom ist gestorben und man sieht halt nur als Geschichte erzählt, Anna von mit ihren Tochter oder Sohn darüber erzählt wird, dass er ein Held war. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass auf einmal das böse Ende ist hier, sondern das gute Ende. Also ich glaube, er ist eher ein neutrales Ende entstanden. Weder gut noch böse. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hergebracht. Ein Glück, dass sie so verdammt gut sind. Das sind sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Tja, ist leider ihre Aufgabe. Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen? Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingepfercht zu sein. Und warum nicht? Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Was glaubst du, wie lange das noch so weitergeht? Wie viele Kinder gibt es in der Station? In der ganzen Metro? Wer wird hier in 10 Jahren noch übrig sein?
In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Keine Antibiotika, keinen Faden zum Vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen? Genau deshalb gehen die ja nach oben. Sie wissen, dass wir nicht alles lösen können, wenn wir uns hier verkriechen. Die Vorräte gehen zur Neige. Wir sind weniger und die Mutanten mehr geworden. Und die werden tagtäglich immer größer, stärker und schlauer. Über kurz oder lang machen die uns platt. Klar, wir können sonst nirgends hin. Aber vielleicht gibt es da oben etwas, das uns hilft. Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll, dass sie ihr Leben derart aufs Spiel setzen. Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Geheimkarte gefunden, die zu einem Lager führt. Zu irgendwas, das uns rettet. Keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Was hätte über all die Jahre an der Oberfläche überleben sollen? Die einzige wirkliche Lösung wäre die totale Evakuierung. Aber wohin sollten wir gehen? Was schlägst du also vor? Ich würde sagen, wir bringen uns einfach selbst um. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die wird wohl niemand haben, aber hey, wenigstens versuchen sie es. Ja, wenn nicht sie, wer dann? Ja, das stimmt. Also ich, auch ist es eigentlich sicherer, immer auszuschalten, ob eine Möglichkeit entstehen kann, um sichere, sag mal, Ressourcen zu sammeln etc. pp. Deswegen finde ich das halt sinnvoll, das so zu machen, dass halt Artyom quasi rausgeht und die Leute unterstützt damit. Und ich muss dazu sagen, ich müsste die Bücher lesen, auf keinen Fall ist beim Gespräch hier. Ich müsste wirklich den ersten, zweiten Teil lesen. Also hier Metro 2033 und Metro 2034 musste ich mal lesen, die Bücher, um wirklich zu erfahren, was genau geschah. Und nicht mein Halbwissen hier jetzt so äußern. Onkel Artyom, keine Sorge, ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Ganz einfach, er hat Hoffnung. Was ist denn schlimm an Hoffnung und an Glauben etwas? Sicher, nicht nur Sicherheit ist bescheuert. Ich bin jetzt ehrlich. Was bringt mir kein Risiko einzugehen? Kein Risiko, ein neues Leben. Besseres Leben zu einzugehen. Immer das Gleiche sein. Du hast ein Risiko und musst auch eingehen. Ratti! Und die Ratte ist natürlich sehr zahm, dass sie halt nicht einfach aus den Seiten ab rausgeht. Die beiden Ratten, meine ich jetzt. Das sind gute Ratten. Ich sehe da Anna gerade stehen, durch die Tür. Anna, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass du zur Holly zurückkehren musst. Ich habe den Augen verlassen und somit den Kreis wieder. Es reicht. Artyom sagt, wie einen glatten Sprung hätten die Jungs es nicht rechtzeitig geschafft. Wärst du jetzt ein Wittmel? Hör auf! Nein, du hörst auf. In der Holly wartet eine gemütliche Wohnung. Weit entfernt von dieser Bruchbude, in der ihr vorgeht. Was meinst du damit? Wir geben es vor. Genau das. Und es wird Zeit, dass du aufhörst, nur an dich zu denken. Du weißt, wie wenig Veteranen wir haben. Mit deiner Erfahrung solltest du besser die Rekruten ausbilden, denn so können
könntest du viele Leben retten. Ich bin es so leid, dir das ständig erklären zu müssen. Anna, das ist Wahnsinn! So viel Zeit an der Oberfläche zu verbringen, ist Selbstmord. Ja, und ich will meinen Mann nicht an die Strahlung verlieren. Ich hasse ihn dafür, dass er sich tagtäglich da draußen ein Stück weit umbringt. Aber was, wenn du... Zwei Spartaner gucken jetzt direkt an. Einmal rechts von Miller. Die von den Dreier von vorne links. Ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, das schreit mein Herr, nach einer Zweifel. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Alte. So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Willkommen, Uda. Haha, Privien, Artyom. Also, wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute! Ja! Oh, also ganz offiziell. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom! Warum halte durch? Das ist eine blöde Aussage. Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Die Zeit ist rum. Wir müssen die Filter wechseln. Bewegung! Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Schatz. Ja, Anna. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Ich musste einen Dämonen davonjagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Ich muss sagen, ich finde es interessant mit Thema, dass es halt hier, dass man halt. Ich würde auch sagen, weil wenn ich so viel Gefahren hier draußen wie, würde ich auch eine ganze Ruine einfach forschen wollen. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Und Dusche? Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Vorsicht! Zumindest hat es gehalten. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Puh, hast du das gehört?
Du machst das schon, wa, Anna? Frauen sind stark. Hast du das gehört? Ja. Nein. Schon wieder. Telepathen. Einer weniger. Autsch. Ja, easy. Man heilt sich nicht mehr automatisch, finde ich ein bisschen komisch. Ich finde es so nervig, dass man halt, das ist halt. Also, ich finde die Steuerung im dritten Teil viel schlechter geworden ist. Ach, das ist ein Churas Notiz. Wer ist ein Chura? Mein Ohrring und Kurias Sammlung. Keine Ahnung. Hast du das gehört? Ein Rudel. Das hat gerade noch gefehlt. Dann warten wir kurz mal ab und dann. Etwas zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Sie haben den Dämonen fressen. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Ich bin aus Versehen. Also ich bin. Ne. Das war aus Versehen, der Scheiß. Der ist mir reingesprungen. Verzeihung, Anna. War nicht aus, war aus Versehen. Ich liebe dich doch. Dämon hat gerade gesehen. Ach so, stimmt ja, man kann ja jetzt Tiefgräber hasse ich jetzt schon. Das ist ein Fokusstand. Effekte Film 2 Eisenstein Grau und Cyan Sonnenuntergang, ich sehe gar nichts. Schwarz-Weiß Film Apokalypse. So sieht es übelst cool aus. Alter, das ist nicht gut. Warte mal, muss mal kurz. Ach, bitte. Muss mal Fernseher gucken, die Chess-Körnung gerade.
Hä, ist los? Hä? Bist du verarscht? Ja, natürlich. Der Gudrun hat hier jetzt wechselt auf einmal. Spontanerweise. Belichtung. Sättigung. Okay. Ist alles interessant, das hier zu sehen. Overlay, Rahmen, Regen. Postkarte, Frost, staubig, Blut, Fernglas, alter Film, Atemschutzweste, Nachtsicht, aus. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Logo, Metro Oxidus, Metro. Da kommt man so ein eigenes, ich finde es eigentlich interessant, sowas zu machen, aber einfach nur unnütz für mich persönlich. Ich hasse es. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Verdammt, zu hoch! Hey, Atjom, hilf mir, da hochzukommen! Scheiße! Komm schon hoch! Zieh! Ich hab dich! Hast du das gehört, Atjom? Etwas Großes gefühlt. Zumindest war es weit weg. Das ist ja nicht mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Atjom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ein Zug! Ein verdammter Zug an der Oberfläche! Wo? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, kommt rein. Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und dort, na los, kommt rein. Blöde Frage. Warum soll man jemand... Die haben gesagt, hier ist Tabu, ja? Hier ist einfach Sperrgebiet. Das ist vielleicht Hanse gehört. Warum sollen denn unsere Leute auf einmal hier sein, wenn das Sperrgebiet ist? Warum sollen die denn nicht viel kontrollieren? Bullshit.